Wegen den vielen Unbekannten, sowohl bei der Zuwägung zum Betriebshofstandort, der jetzt ins Spiel gebracht wurde an der Speyerer Straße, als auch auf dem Grundstück selbst, wo wir die Bodenbeschaffenheiten nicht kennen, wo wir den Grünbewuchs nicht kennen, wo wir Pflanzen und Tiere an dem Ort nicht kennen, muss man wirklich sagen, es ist höchstens das Prinzip Hoffnung, dass wir dort eine bessere Situation vorfinden als auf dem großen Ochsenkopf. Das Gegenteil ist wahrscheinlich, wir wissen einfach, dass im großen Ochsenkopf alles ausgeglichen werden kann, was vorgefunden wird. Und eben dieses wissen wir am Standort Speyerer Straße nicht.